Bonjour, nous sommes de retour en Allemagne. Wir haben in den letzten Wochen wunderschöne Ferien in Frankreich verbracht und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich euch heute mal meine liebsten französischen Produkte vorstellen kann, die man übrigens zu einem Großteil sogar auch in Deutschland kaufen kann, wie ich festgestellt habe. Alors, c'est parti. Viel Spaß! Also, wir waren die letzten 4 Wochen in Frankreich und danach habe ich jetzt so einiges an Tipps und Tricks auf Lager. Nicht bloß was die beste Pflege für den Sommer und den Sommerurlaub angeht, sondern auch was die französische Kosmetik betrifft. Wir hatten natürlich eigentlich alles an Pflegeprodukten, was wir so benötigen, mit in den Urlaub genommen, aber ich musste mich dann vor Ort tatsächlich noch mit so einigem neu eindecken. Was ich einerseits natürlich gar nicht so schlimm fand, weil ich mich ja natürlich immer dafür interessiere, was es so im Ausland zu kaufen gibt. Andererseits aber tatsächlich an manchen Stellen für einige Überraschungen gesorgt hat. Und darum geht's heute, um die Besonderheiten von Kosmetik aus meinem liebsten Lieblingsland. Die erste Besonderheit ist, dass wir alles, was wir brauchten, im Supermarkt einkaufen mussten. Ich habe also zum Beispiel dieses Babyöl. Das ist ein reines Mandelöl von der Marke Biolan. Ganz einfach in der Babyabteilung direkt im Leclerc, das ist eine Supermarktkette, gekauft. Und wir mussten auch alles andere im Supermarkt kaufen. Da es anders als in Deutschland in Frankreich nicht so etwas wie gesonderte Drogerieketten gibt. Das heißt, wir waren schon in einem Touristenort, der an sich von der Einwohnerzahl nicht sehr groß ist, aber der eindeutig touristisch geprägt ist. Und da waren wir zum Beispiel in einem Supermarkt, wo daneben noch ein Baumarkt war und ein Gartencenter und eine Tankstelle und so. Und da wäre bei uns in Deutschland, selbst in Gegenden, die jetzt nicht so touristisch erschlossen sind, mindestens ein DM oder ein Rossmann oder so gewesen. Und das gab es dort nicht. Also die Franzosen kaufen alles, was sie so brauchen, wie gesagt, von Babypflege, über Damenhygiene und natürlich all die anderen Sachen, die man sonst auch so im Supermarkt bekommt. Aber auch sowas wie speziellere Kosmetik und Schminke zum Beispiel im Supermarkt. Ich brauchte also in meinem Fall hier so ein Babyöl, beziehungsweise einfach irgendeine Art reines Öl. Ich hätte auch Jojobaöl genommen oder sowas in der Art, weil die Pflege, die ich mir mitgenommen hatte für den Körper, also so eine Bodylotion, die war mir einfach nicht reichhaltig genug. Und dann war ich in der Bredouille, was mache ich jetzt? Und ich hatte totale Angst, dass es sowas einfach nicht geben würde, weil ich ja wusste, dass es dort keine Drogerieketten gibt, wo ich sowas kaufen könnte. Ich habe irgendwas gesucht, um meine Bodylotion reichhaltiger zu machen. Und es war überhaupt gar kein Problem. Also es gab nicht bloß in der Babyabteilung Mandelöl, es gab auch noch in der normalen Kosmetikabteilung Mandelöl, dann gab es noch so eine extra Bio-Ecke. Und deswegen ist das auch mein allererster Tipp, den ich jedem ans Herz legen kann, der irgendwie auch in den Sommerurlaub fährt und weiß, er hat eh schon von Natur aus trockene Haut, Mandelöl oder auch irgendein anderes reines Öl, um so die Hautpflege ein bisschen reichhaltiger zu machen. Besonders im Sommerurlaub, wenn die Haut eh schon angegriffen ist. Also ich habe das dann für alles benutzt. Fürs Gesicht, für den Körper, für die Hände, für die Füße. Ich könnte mir das auch in die Haarspitzen machen. Also das werde ich ab jetzt immer dabei haben, wenn ich in den Sommerurlaub fahre. So ein kleines Fläschchen mit reinem Öl. Man kann natürlich auch in Frankreich in die Pharmacie gehen, das ist die Apotheke. Die Apotheken sind so ähnlich sortiert wie die bei uns in Deutschland, aber da sind die ganzen Produkte natürlich viel, viel teurer. Ich hatte mir deswegen meine All-Time-Favorites aus Deutschland mitgenommen. Zum Beispiel mein Bioderma-Micellenwasser, was ich immer zum Abschminken benutze. Ich habe tatsächlich auch nichts anderes verwendet, kein Reinigungsöl, nichts. Ich bin damit sehr gut ausgekommen, auch um mir abends die wasserfeste Sonnencreme wieder aus dem Gesicht runterzunehmen. Und ein absoluter Zufallsfund war hier von Uriage das Eau Thermale Crème d'Eau. Das ist eine sehr feuchtigkeitsspendende, sehr flüssige, wässrige Creme, die ich ausgezeichnet fand. Also ich habe die mir abends oft aufs Gesicht gemacht. Die hat wunderschön gekühlt. Dann habe ich das Mandelöl drüber gegeben. Und es war eine ausgezeichnete Pflege auch für meine trockene Haut. Also das war ein absoluter Glücksfund, diese kleine Probe, die ich mal irgendwo zu einer Bestellung dazu bekommen habe. Dann hatte ich noch einen mineralischen Sonnenschutz von Uriage dabei, der mit Lichtschutzfaktor 50 plus auskommt. Und außerdem noch von Avène die Sansi Med Sonnenpflege.
die einen sehr, sehr hohen UVA-Schutz hat. Und außerdem habe sogar ich die auch gut vertragen mit meiner Rosazea-Haut. Das ist ein chemischer Lichtschutzfilter-Mix. Und ich muss sagen, kann ich super empfehlen. Also ich mag einerseits die Produkte von Uriage und die von Avène, was Sonnenpflege angeht, sehr, sehr gerne. Kommen wir zur zweiten Besonderheit und das sind eindeutig die Preise. Denn die Preise sind eigentlich durch die Bank höher als in Deutschland, teilweise sehr viel höher. Als wir uns nach Waschmittel umgeschaut haben, habe ich gedacht, ich falle vom Glauben ab, so teuer war das. Und ich habe mich auch gefragt, was eigentlich die französische Hausfrau in einer deutschen Drogerie für Jubelschreie ausstoßen würde, wenn sie sieht, was man alles zwischen 2 und 3 Euro schon für tolles Waschpulver bekommt. Aber allein auch solche Kleinigkeiten wie zum Beispiel Wattepads von Eigenmarken, wie hier von Casino, das ist eine Supermarktkette, die waren fast so teuer wie Gold, kann ich nur sagen. Genauso wie Nagellackentferner. Die Preise waren schon wirklich interessant, muss ich sagen. Nicht bloß Lebensmittel, sondern eben auch die Kosmetikprodukte, die waren eindeutig teurer. Was ich auch bei sowas wie Tuchmasken bemerkt habe. Also in Deutschland benutze ich sehr gerne sowas hier zum Beispiel von Balea oder auch von der Eigenmarke von Rossmann, Rival de Loup. Aber ich hatte davon leider nicht genug mitgenommen, denn wenn dieser Urlaub eins war für mich, dann war es der Urlaub der Tuchmasken. Ich habe gefühlt jeden zweiten oder dritten Morgen mir eine Tuchmaske aufs Gesicht geklatscht, weil ich einfach diesen Kühleffekt auf der erhitzten Haut super gut gebrauchen konnte. Deswegen musste ich ja irgendwann mal anfangen, Tuchmasken nachzukaufen. Und dabei habe ich entdeckt, dass die auch ganz schön teuer sind in Frankreich, also selbst wenn man die günstigen kauft. Die Preise muss man sich mal reinziehen hier einfach, oder? Ich habe zum Glück auch reizarme gefunden und die habe ich dann nachgekauft. Auch wenn die manchmal, obwohl die reizarm waren, trotzdem ein bisschen gereizt haben. So, Hautupdate nach 3,5 Wochen Sommerurlaub. Mal ganz abgesehen vom Fakt, dass ich heute fast im Atlantik ertrunken wäre, ist meine Haut auch ganz schön fertig. Also nicht bloß die Sonne und die Hitze und der ganze Sand, sondern es ist einfach auch mittlerweile das Salzwasser brennt alles. Und ich habe zwar hier meinen ganzen Kram mit, meine ganze Standard-Hautpflege, also die ganzen Sachen von Paula's Choice, Peeling, beruhigendes Gesichtswasser und so, benutzt habe ich aber tatsächlich am meisten sowas hier. Eine Menge Hydro-Booster-Masken von Isana. Dann hier diese französische Tuchmaske, die ich im Supermarkt gekauft habe. Die ist total teuer, aber die haben wir dreimal nachgekauft, glaube ich, in der Zeit. Und heute werde ich mir die drauf machen. Das ist eine After-Sun-Maske, Après Soleil. Die soll Le Pompier de ma peau sein, also der Feuerwehrmann für meine Haut. Ich hoffe ja, dass es klappt. Also im Moment muss ich sagen, Lua, je ne sais pas, von wegen Feuerwehr, also Moment, brennst du so ein bisschen. Diese Maske hier war also am Ende nicht wirklich der Feuerwehrmann für meine Haut. Die war so ein bisschen Totalausfall. Aber diese Maske, die ich wirklich ein paar Mal nachgekauft hatte, das war eine, die meiner Meinung nach Apfel gerochen hat. Die war so mittelmäßig parfümiert. Ich habe sie super gut vertragen. Die war halt ganz schön teuer im Gegensatz zu dem, was die in Deutschland kosten würden. Aber die muss ich sagen, die fand ich toll. Und wenn ich die in Deutschland bekommen würde, dann würde ich die auch wirklich nachkaufen. Was die Marken angeht, so gibt es in Frankreich viele, die man bei uns auch kennt, wie ihr gerade schon gesehen habt. Und dann für uns Unbekannte, die aber bei genauerer Betrachtung einfach doch bloß L'Oréal sind. Also L'Oréal gehört ja gefühlt die halbe Welt und das hat sich auch bei der Sonnencreme eigentlich immer wieder so durchgezogen, dass wenn ich genauer hingeschaut habe, dann stand da auf dem Schild, dass die Marke eigentlich doch zu L'Oréal gehört. Und dass es teilweise auch identische Produkte waren, zumindest was die Zusammensetzung angeht. Ich habe mich dann aber für ein Sonnenspray von Garnier Ambre Solaire entschieden, was mit Lichtschutzfaktor 50 plus daherkam
und nicht parfümiert war. Einfach aus dem Grund, dass die Sonnencreme, die wir von DM mitgenommen hatten, die mir auch für den Körper super gut gefallen hat, die war einfach für meinen Oberkörper, für meine Arme und auch so ein bisschen im oberen Rückenbereich nicht fettig genug. Ich habe halt sehr trockene Haut und wir hatten letztes Jahr eine andere Creme von der Eigenmarke von Rossmann. Die war einfach fettiger. Also die ist natürlich viel besser eingezogen, was insgesamt angenehmer war. Aber da wir jeden Tag im Salzwasser baden waren und einfach die UV-Belastung am Atlantik doch höher ist als zum Beispiel an der Ostsee, habe ich sehr schnell gemerkt, wie meine Haut immer trockener geworden ist. Und deswegen habe ich nach was gesucht, was meine Haut ein bisschen mehr, naja, fettig einölt. Und habe das tatsächlich in dieser Garnier Ambrosola Sprühflasche gefunden. Und ich muss sagen, dieses Ding hier ist für mich die totale Entdeckung dieses Sommers. Wir haben nämlich sonst früher von Nivea so ein Sprühding gehabt. Das allerdings ist mit Alkohol und außerdem ist das eine deklarationspflichtige Duftstoffparty, dieses Ding. Das hier nicht. Das ist unparfümiert. Es war tatsächlich schön fettig, obwohl natürlich Non gras, also nicht fettig draufsteht, was bei solchen Sprays niemals stimmt. Die sind immer fettig. Und das ist auch mein Tipp, weswegen wir auch immer sonst eine so eine Flasche hatten, den ich im Sommer immer selbst befolge. Also wir besitzen immer ein so ein Produkt, damit man, wenn man früh losgeht, zum Beispiel nur schnell zum Bäcker, um ein paar Croissants zu kaufen, aber jetzt noch nicht so richtig sich in der Sonne aufhalten will, dann kommt man ja doch immer mit UV-Strahlung in Kontakt und ich würde dann bereits verbrennen. Deswegen sprühe ich mir dann in solchen Momenten schnell das auf. Das geht schneller, als wenn ich mich richtig einbalsamieren würde. Und ich sag mal so, ich kann mich eher dazu überwinden, das zu machen. Und bin dann trotzdem geschützt und verbrenne nicht sofort, weil ich sag mal so, die UV-Belastung, die addiert sich ja auch im Laufe des Tages. Und dafür ist das absolut zu empfehlen. Also ich hoffe, dass es das in Deutschland genauso auch gibt. Es ist nämlich tatsächlich reizarm formuliert. Fantastisch. Die größten Unterschiede zu Deutschland liegen meiner Meinung nach vor allem in den Preisen und in der Verfügbarkeit, also wo man die Produkte kaufen kann. Denn die Marken selber, die findet man zu einem Großteil auch in Deutschland, so auch bei der Haarpflege gesehen. Also als ich dort vor dem Regal stand, habe ich gesehen, dass es verdammt viele Sachen gab von Garnier und von L'Oréal. Es gab auch Eigenmarken, zum Beispiel eine Haarkur von Nathalie's, die mit Shea-Butter und Kokosöl formuliert ist und die für sehr trockene oder krause Haare geeignet sein sollte. Und ich muss sagen, alleine schon von den Inhaltsstoffen hatte ich gesehen, das wird gut werden. Und die hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Also da finde ich es schade, dass es das wahrscheinlich in Deutschland nicht gibt. Andererseits gab es dann natürlich auch die üblichen Verdächtigen von L'Oréal genauso dort zu kaufen. Und hatte ich mich sonst eigentlich immer geweigert, die hier zu kaufen, hatte ich die tatsächlich vorm Urlaub besorgt, weil ich dachte, naja, ich probiere es jetzt noch einmal aus. Das habe ich quasi als Spülungersatz mitgenommen nach Frankreich. Gab es die auch eins zu eins, der Name war da ein bisschen anders, auch in Frankreich im Supermarkt, im Regal. Und ich muss sagen, das ist für mich die totale Entdeckung auch gewesen dieses Sommers, denn fand ich die normale Haarkur und Spülung aus der Reihe nicht so großartig, ist das ja wohl mit das Schmierigste, was L'Oréal je auf den Markt geworfen hat. Und das ist für Haare, die tatsächlich von Salzwasser ausgetrocknet sind und in der Sonne schön geröstet werden, dafür ist das großartig. Also, das ist ein tolles französisches Produkt, was man zum Glück auch in Deutschland kaufen kann. Was den Rest von so Haarpflege angeht, hatte ich dann doch ein paar Probleme. Ich wollte mir nämlich eine Leave-in-Pflege kaufen, also etwas zum Sprühen, was man in den Haaren drin lässt. Ich benutze das als Kämmhilfe, besonders wenn halt meine Haare schon sehr, sehr trocken sind durch so äußere Einflüsse. Und das scheinen die Franzosen so nicht wirklich zu kennen. Also bei uns gibt es ja gefühlt zu jeder Haarpflegerei auch ein Leave-in-Produkt, eine Sprühkur zum Beispiel. Da habe ich in Frankreich bloß so eine Auswahl von so zwei, drei Sachen gefunden. Und dann gab es ein bisschen was, glaube ich, von Garnier. Ich wollte aber von dieser Firma, von der ich auch die Haarkur habe, etwas ausprobieren und habe mich für Nathalie's Pamplemousse Rose und Aloe Vera für ein Spray Démêlant sans Rinçage entschieden. Das ist ein entwirrendes Spray ohne Ausspülen. Und die haben ziemlich viele Sachen mit Grapefruit. Also das scheint so der Renner zu sein. Auch als Inhaltsstoff gerne benutzt wurde Wassermelone. Das hier hingegen ist zwar viel teurer als alles, was es bei uns so in dem Segment gibt, aber mein Freund hat dazu nur gesagt, das ist das Abwaschwasser. Also, es riecht nämlich ein bisschen wie Spülmittel,
aber etwas weniger stark, also wie verdünntes Spülmittel und ein bisschen abgestanden, also wie altes Abwaschwasser. Das war also ein Fail, denn dieses Zeug macht überhaupt nichts, außer meine Haare komisch riechen zu lassen, aber entwirrend oder irgendwie pflegend ist hier überhaupt nichts. Das wäre also auch ein Tipp, wenn ihr nach Frankreich fahrt und ihr wisst, ihr braucht so Leave-In-Pflege, nehmt sie aus Deutschland mit. Eine weitere Besonderheit ist, dass es in Frankreich sehr viele Produkte mit Monoi gibt. Das ist ein Öl aus der Tiare-Blüte, was in Französisch-Polynesien hergestellt wird. Und es gibt zum Beispiel auch viel Sonnencremes, die damit angereichert sind. Die waren aber dann immer auch mit deklarationspflichtigen Duftstoffen vollgestopft. Ich habe mir deswegen ein Duschgel gekauft, so als Dufterinnerung an, naja, so wie es halt am Strand in Frankreich klassischerweise riecht, wenn man an den Französinnen vorbeigeht. Das ist von einer Marke, die ich nicht aussprechen kann. Ein Polynésie Huile de Douche Ensoyante, was glücklicherweise tatsächlich reizarm formuliert ist. Also ist ein ganz normales Duschgel, was einfach nur parfümiert ist und was auch zum Glück sehr dezent parfümiert ist. Also es betäubt einen nicht, wenn man sich damit einseift in der Dusche. Es ist einfach so ein ganz klein bisschen Erinnerung zum Schnüffeln. Ich habe mir aber auch noch ein Duschgel gekauft, das es mittlerweile bei uns tatsächlich auch manchmal in Deutschland im Supermarkt zu kaufen gibt, von der Marke Tahiti. Und zwar habe ich mir die Variante Bois Rosé ausgesucht. Das ist ein sehr frischer Duft, würde ich sagen, auch relativ zurückhaltend. Es riecht ein bisschen wie ein alkoholfreier Cocktail, würde ich sagen. Es riecht nach Multivitaminsaft mit Grenadinsirup. Genauso. Sehr lecker. Ich weiß ja nicht, wie ihr das macht, aber ich kaufe mir gerne so Sachen, die mich an den Urlaub erinnern oder mich so gedanklich wieder in ihn zurückversetzen. Nicht bloß Schmuck und sowas, sondern auch so ein Zeug, woran ich riechen kann. Und die letzte Besonderheit, die ich nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte und wobei sich der Kosmetikmarkt deutlich zu dem in Deutschland unterscheidet, ist, dass er die gesamte Schminke komplett eingeschweißt ist. Also, sogar mein Freund hat gesagt, da kann man ja gar nicht swatchen. Wie soll man da was ausprobieren? Und da kommt ja gar nicht so dieses Einkaufserlebnis auf. Ich habe mich zum Beispiel dann für so einen Lippenstift von Bourjois entschieden. Und naja, ich musste den blind kaufen, was auch gleich dazu geführt hat, dass die Farbe irgendwie nicht so ganz die richtige war. Ich habe mir deswegen dann, als ich in Deutschland war, noch eine Farbe bestellt, nachträglich. Bei Look Fantastic übrigens. Da kann man super gut Bourjois-Sachen bestellen, weil die gibt es ja sonst so in Deutschland, zumindest bei mir im Umkreis, nicht. Gekauft habe ich dann aber auch noch eine BB-Cream. Und zwar die Healthy Mix BB-Cream Anti-Fatigue, das heißt gegen Müdigkeit. Man soll damit wahrscheinlich wacher aussehen. Und das ist auch für mich ein Tipp, den ich weitergeben würde, denn ich hatte in Deutschland in den letzten Wochen und Monaten vor dem Urlaub immer wieder nach einer BB-Cream gesucht. Und ich muss sagen, naja, der BB-Cream-Markt in den deutschen Drogerien ist ja eher, sag ich mal, leergefegt. Da gab es früher mehr. Wenn es eine gibt, ist die entweder total formuliert oder die ist einfach viel zu dunkel. Und das hier ist eine Farbe, die wirklich schön hell ist. Ich habe die hellste Variante, das ist die 01 Claire oder auch Light. Die ist tatsächlich reizarm formuliert. Also ich bin schon super gespannt darauf, die auszuprobieren. Also im Moment bin ich dafür wahrscheinlich ein bisschen zu dunkel. Ich war noch nie so braun in meinem Leben. Aber ich könnte mir gut vorstellen, die mal in einem nächsten Schminky Talk live auszuprobieren. Also, wenn ich ein Fazit ziehen müsste aus dem, was das ganze Kosmetikeinkaufen in Frankreich angeht, dann, dass ich ziemlich dankbar bin für die deutschen Drogerien. Also nicht bloß, dass es fast überall eine gut sortierte Drogerie gibt, sondern auch, was es dort für Angebote gibt, wie die Preise gestaltet sind. Allein auch dieses Einkaufserlebnis, dass die Sachen schön aufgebaut sind, dass es nicht so ein Supermarktgefühl ist, sondern teilweise fast ein bisschen wie in einer Parfümerie, dass man alle Sachen ausprobieren kann, dass es schön gestaltet ist und naja, all das, was ich sonst hier in Deutschland immer für selbstverständlich nehme. Deswegen ist auch der Fußnagellack dieses Sommers ein deutscher und zwar von Rival de Loop. Den hatte ich noch in Deutschland gekauft und ich muss sagen, die total coole Farbe.
trage im Sommer super gerne so knalliges Zeug auf den Zehennägeln. Oder halt dann, wenn man schön braun ist, auch mal weiß. Und um das zu halten, werde ich mich ab jetzt immer schön weiterhin mit meinem Mandelöl einreiben. Übrigens war ich, glaube ich, noch nie so braun, obwohl ich mich jeden Tag mit Sonnencreme eingecremt habe. Das heißt also, dass der Ausspruch, ich will aber braun werden, kein Argument ist, um keinen Sonnenschutz aufzutragen. Ich werde versuchen, alles, was ich irgendwie von den Sachen hier online finden kann, für euch in der Infobox zu verlinken. Und dann kann ich nur noch sagen, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye! Bonjour, nous sommes de retour en Allemagne. Nous avons passé des formidables vacances en France et c'est pourquoi j'ai décidé de vous parler de mes produits favoris français. Où est mon café? Oh, mon café est là. Jetzt muss ich möglichst wieder genauso sitzen wie vorhin. Ist das jetzt genauso? Das war hier so ein bisschen eingeklemmt, ne? Die Kette hängt irgendwie anders. Okay. Oh, Eiskaffee. Nicht jetzt irgendwie ansabbern. Okay. Zum Glück hat das Top eine Eiskaffeefarbe, wenn ich klicke. Ich werde versuchen, alles...